Likes, Kommentare und Follower. Dopamin wird frei. Social Media zieht uns in einen Sog. Schwierig zu widerstehen. Von Konzernen gewollt. Höchst süchtig machen. Ich bekenne mich schuldig. Ich bin süchtig. In der letzten Woche verbrachte ich 12,5 Stunden an meinem Smartphone, 5 Stunden davon alleine auf Social Media. Also mehr als ein Drittel meiner Zeit bin ich in den sozialen Medien unterwegs. In meinem letzten Selbstexperiment erlernte ich, wie es ist, ballastlos zu werden. Doch ich glaube, einen Ballast, den schleppe ich noch mit mir rum. Und zwar das Gefühl der ständigen Erreichbarkeit und das Gefühl, Bestätigung von außen bekommen zu müssen. Dann das ganze Scrollen und Swipen hat mich zu der Frage gebracht, wie wäre das eigentlich ein Leben ohne Social Media? Ich habe mich dazu entschlossen, es einmal zu versuchen und lösche meine Social Media Apps von meinem Handy für 30 Tage. Zeit, ein Leben ohne kennenzulernen. Vorab erstmal gesagt, das alles hier ist echt. Ich möchte das wirklich ausprobieren. Und es wird wahrscheinlich auch kein Video sein, wo ich auf einmal in diesen 30 Tagen anfange, singen zu lernen, Gitarre zu spielen und den Sinn des Lebens neu entdecke. Auch wenn ich tatsächlich gerne singen lernen würde. Es ist aber auf jeden Fall ein Experiment, in dem ich herausfinden möchte, was das genau mit mir macht. Was mache ich mit meiner neu gewonnenen Zeit und wie fühle ich mich? Mental, körperlich und vor allem emotional. Als erstes fragte ich mich dazu, welche Apps eigentlich zu Social Media zählen. Gehört zum Beispiel WhatsApp dazu? Deshalb schaute ich mir erstmal ein paar Definitionen an. Am eingängigsten war für mich die Unterscheidung zwischen Many-to-Many und One-to-One-Kommunikation. Bei der Many-to-Many kommunizieren also mehrere Menschen mit mehreren anderen Menschen. Ganz im Gegensatz zur One-to-One, wie sie in den klassischen Messengern wie WhatsApp, Telegram oder Signal zu finden ist. Deshalb sind die Messenger auch kein Teil des Experiments. Teil des Experiments sind YouTube, Facebook, TikTok, Pinterest und Instagram mit Abstand. Damit ich meinen Mangel an Social Media nicht versuche, auf einmal auf andere Weise zu kompensieren, zum Beispiel mit WhatsApp, richte ich mir auch dafür ein Tageslimit ein. Mein Tageslimit für Instagram setze ich auf maximal eine Stunde pro Tag. Sobald ich das Pensum erreicht habe, lässt sich die App nicht mehr öffnen. So, jetzt lasst uns aber starten. Als erstes löschte ich meine Social Media Apps vom Smartphone. Danach ließ ich diese Seiten auch auf meinem Laptop sperren. Ich nutze dafür das Programm Cold Turkey, was so viel bedeutet wie kalter Entzug. Die Entwickler des Programms beschreiben Cold Turkey als das strengste, gnaden- und gefühlsloseste Programm, das es gibt. Komme ich doch in Versuchung, werde ich eiskalt daran gehindert. Auf manchen Seiten hinterlasse ich noch einen Post oder eine letzte Nachricht, ehe ich von der Bildschirmfläche verschwinde. Am ersten Tag saß ich einfach nur da und genoss den ruhigen Morgen. Ich machte mir Gedanken über das Experiment. Rund um die Uhr sind wir inzwischen verfügbar, erreichbar, auf dem aktuellsten Stand. Ohne das Smartphone wäre Social Media nicht denkbar. Während Schüler-VZ und ICQ noch größtenteils über den Computer bedient wurden, sind wir heute vor allem über unser Smartphone auf Social Media unterwegs. Unser Smartphone ist gerade durch Social Media unsere Verbindung zur Welt. Es wird zum Extended Self, unserem erweiterten Ich. Doch eine Frage, die ich mir manchmal stelle, fühlen wir uns danach wirklich mehr verbunden? Also, ich bin ehrlich zu euch. Einfach ist das heute nicht. Ich kann weder auf LinkedIn noch auf Facebook noch auf Instagram unterwegs sein. Also weder von meinem Handy noch hier auf meinem Monitor. Und ich weiß halt gar nicht, was da passiert heute. Ne? Ob ich irgendwo vielleicht getaggt werde oder ob irgendwer was kommentiert hat, was ich den letzten Tag mal gepostet habe. Und weiß ich nicht, so ein bisschen so ein Gefühl von FOMO verspüre ich schon.
Besonders intensiv ist es, was das Handy angeht. Das habe ich heute bestimmt schon 20 Mal entsperrt. Und jedes Mal, wenn ich es entsperre, denke ich mir eigentlich, was hast du denn hier gerade, was wolltest du denn eigentlich machen? Also ich habe es wirklich einfach nur entsperrt. Und da, wo vorher mein Instagram zum Beispiel war, da sind jetzt so zwei Business-Apps, so ein Ordner mit Business-Apps. Und ich merke dann so, ja, hier gibt es irgendwie nichts zu holen gerade für mich. Mach dann das Handy wieder zu und steck's ein. Also ja, das fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Aber ich glaube, das sind auch positive Zeichen, weil irgendwann merkt jetzt mein Gehirn, ah, da ist nichts zu holen für mich. Ich konditioniere mich neu und vielleicht hole ich dann das Handy weniger raus. Ich bin gespannt. Aus diesem Grund ging es nachmittags für mich in den Wald. Ich bin sehr gerne im Wald, schaffe es im Alltag aber leider viel zu selten dorthin. So. Ja, jetzt bin ich hier tatsächlich im Wald. Ich muss heute Morgen einfach raus. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass mir so ein bisschen die Decke auf dem Kopf zusammenfällt. Und das ist, glaube ich, weil ich auch das Gefühl habe, gerade Dinge zu verpassen. Also klassische FOMO, Fear of Missing Out. Ich habe daran gedacht, wie viele Fotos, Videos, vielleicht auch neue Trends, Insider gerade geteilt werden und dass ich davon gar nichts mitbekomme, die nächsten Tage. Und ja, das hat irgendwie ein Gefühl von Stress, vielleicht auch so ein bisschen eine kleine Angst ausgelöst. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt erstmal aufgemacht, in den Wald. Und ja, hier wird das Gefühl auf jeden Fall schon ein bisschen weniger. Aber ich denke, es wird ein paar Tage tatsächlich dauern, bis dieses Gefühl gänzlich verfliegt. An diesem Tag nahm ich mir vor, besonders zielorientiert und fokussiert zu arbeiten, ohne mich ablenken zu lassen. Das fällt mir normalerweise sehr schwer, doch an diesem Tag lief es gut. Ich plante meine ganze Woche und dann ging es direkt ins Doing. Ich war im Flow. Flow ist für mich dieser Zustand, in dem die Welt um dich herum für eine Weile nicht mehr existiert. Und ich komplett aufgehe und eins werde mit dem, was ich tue. Diesen Flow erlebst du aber nur, wenn du selbst aktiv etwas kreierst, machst, schaffst. Nicht im Berieseln, in dem wir auf Social Media so viel unterwegs sind. Im Wald nur trinken, nicht vergessen. Zwei Wochen sind nun vergangen und ich merkte, wie ich mehr bei mir war. Ich wurde ruhiger und gelassener. Meine Impulse bekam ich überwiegend durch Gespräche. In einem letzten Gespräch mit einem guten Freund ging es um das Thema Sport. Sport und ich, das ist so eine On-Off-Beziehung. Weiß, dass es gut für mich ist, bin dann auch top motiviert für ein paar Wochen zumindest und dann verliere ich es wieder aus den Augen. Irgendwann merke ich dann, oh, wait, irgendwie bewegst du dich gerade wieder zu wenig, starte wieder rein und das Ganze geht wieder von vorne los. Das letzte Gespräch hat mich aber inspiriert, Calisthenics auszuprobieren. Ich hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder den Weg ins Fitnessstudio gewagt. Das Training selbst war nicht das, was mich störte. Ich wurde nur nicht warm mit der Umgebung und der Atmosphäre. Hier draußen, kurz bevor die Sonne richtig aufgeht, ist es anders. Studien haben bereits gezeigt, dass es einen massiven Unterschied macht, ob wir aktiv Social Media nutzen oder nur passiv. Bei aktiver Nutzung fühlen wir uns mehr eingebunden und als Teil des Ganzen. Swipen wir nur durch Stories und scrollen unseren Feed runter, ruft das soziale Vergleiche und Neid hervor. Eine im Journal of Social Media and Society veröffentlichte Studie beschreibt auch durchaus eine Vielzahl positiver Ergebnisse, die sich aus dem digitalen Spiegel-Ich ergeben. YouTuber wurden dabei zu der Erstellung ihrer Inhalte und deren Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein befragt. Darin gaben sie eine Reihe positiver Antworten, unter anderem ein Gefühl von gewonnenem Selbstvertrauen, erhöhte Kreativität, Überwindung großer gesellschaftlicher Hürden und, sogar entgegen des Social Media Ego-Trips-Klischees, Gefühle von Altruismus und anderen helfen durch ihre Inhalte. 30 Tage war ich nun schon nicht mehr auf Facebook, Instagram und Co. unterwegs. Ich arbeitete, trainierte weiter und genoss den Übergang vom Frühling zum Sommer. Die FOMO verflog über die letzten Tage nahezu vollständig. Ich hatte keine Angst mehr, irgendetwas zu verpassen. Wer jetzt sagt, Social Media quitten ist für mich sowieso kein Problem, der kann sich an die nächste Herausforderung wagen und zusätzlich noch auf Videogames, Fastfood, Alkohol und alles andere verzichten, was Dopamin ausschüttet. Wie das für mich lief, könnt ihr euch jetzt hier im Video rechts anschauen. Ich freue mich darauf
euch im nächsten Video zu sehen. Bis bald und mach's gut. Dein Dennis.